Servusla, da ist jetzt wieder euer Paddelboot Paule. Wir sind hier wieder bei Kampf der Konkurrenz. Und ja, ich befinde mich hier gerade auf dem Hof mit dem Düngestreuer hinten dran. Mein Kollege, der Danik Wiesbauer, der fragt hier gerade unseren Dächer aus. Der hat gerade eben schon meinen Auftrag reingekriegt zum Dreschen. Und ja, ich habe im Moment nichts weiter zu tun, weil wir aktuell warten müssen, bis beim Herr Beuler, bis der Beuler fertig ist, um dann mit dem Pflanzenmittel rüber zu können. Und deswegen werde ich mir jetzt einmal erstmal ein Auto setzen und den Kiesbauer, mein Chef, den Daniel, aber ein Zuschauer, wie der jetzt am Dreschen ist. Und jetzt werden wir auch schon wieder in die 5er einloggen. Wenn das geht. Schauen wir mal. Servus, hier Huber an Kiesbauer. Jetzt haben wir daneben hier. Ja, du warst ja gerade. Mal zum Kirchberger fahren und drei Wiesenschwaden. Drei Wiesenschwaden haben wir schon einen Schwader gehabt? Schwader haben wir schon gehabt. Ohne den Kiesberger, schönen guten Tag. Moin. Wo ist der Böhler? Warmwasserbeuler. Jo. Genau. Ich bräuchte einen Drescher. Ja, wir sind gerade beim Abbauern. Welches Feld haben wir? Und Weizen. Also da kommen wir vorbei, ne? Jo. Ja. Servus Daniel, was gibt's denn? Brauchst du mal Schreibwerkswagen in den Anhänger mal gerade. Ich muss dann vorne die Rapsmesser runterbauen und dann können wir damit auch die Weide treffen. Ah ja, oben mache ich dir. Dann komme ich doch durch. Ist der schmal der Johnny. Lassen oder? Oh, der Fahrt. Machen wir jetzt einen Kampf rein. Brauchen wir da dann einen Abfahrer beim Dreschen? Kirchberger fährt dann auch irgendwann nach Hause, wenn man dann war. Ja, dann kommt man wieder vor. Weiter, weiter. Gut. Hol dann vorhin noch ein Stück wieder zurück, bis du dann gescheit ankommen kannst. Was ist so? Ich fahre jetzt den Schwader beim Händler abholen. Dann welches Feld Schwader? Mal schauen, mal wie es geht. Ärger. Gut, wir setzen uns mit dem am besten. Alles klar. Das hier auch. Ja, ja. Ja, dann könnten wir es gleich zusammen machen. Kirchberger? Ja, kann ich. Hallo, Herr Kirchberger, hier ist das Lohnunternehmen. Kirchberger? Ja, ja. Ich denke dir. Hey, hier ist auch ein kurzer Zeit für mich. Kirchberger.
Ja. Ja, Hallo, Herr Kirchberger. Ich habe den Auftrag bekommen, dass ich bei Ihnen schwaden soll. Um welche Wiesen geht's denn da? Beim 143, 86 und 115. 143, 86 und 115. Alles klar. Ja. Jawohl, das wäre erledigt. Ja. Okay, passt. Wiederhören. Ade. Herr Kirchberger, also kann ich. Ja. Huber an Kiesbauer. Also, ich hab's mit dem Kirchberger jetzt abgeklärt. Und ich bin jetzt. Ich soll jetzt zum Feld 142, 86 und 115 schwaden. Alles klar. So, dann kommen wir mal hier. Da steht auch unser Schwader. Tag hier in dem Kies Bauer. Guten Tag. Sie dreschen bei mir, glaube ich, oder? Das macht mein Kollege, der Kiesbauer selber. Ich schwart, genau. Also, wenn Sie in 10 Minuten circa kommen würden, das wäre ja dann bei Ihnen. Ich muss erst noch fett nehmen. Ja, ich mache mir jetzt auf dem Weg vom Händler oben, habe gerade den brandneuen Schwader abgeholt. Ja, aber ich muss jetzt reinklicken und mein Ding stellen und dann werde ich jetzt sofort bei der Mann. Alles klar, kein Problem. Wenn sie bei irgendeinem Feld, wenn ich bei irgendeinem Feld anfangen soll, sagen sie es einfach. Ja, 143 und zwar in Kosten. Ja. Wie viel wären das denn ungefähr mit Häckseln und Schwaden gleich alles? Bruder, da kann ich Ihnen relativ wenig Auskunft drüber geben, weil die Preise eigentlich mein Kollege, der Kiesbauer, macht das ja mein Chef. Okay. Da würde ich Ihnen einfach empfehlen, mal bei ihm durchzurufen. Ja, okay, weil mein Nachbar bekommt nämlich das Gras, deswegen. Okay. Ja, okay. Ja, sonst müssen wir das teilen wir dann eh unter uns auf, dann machen wir dann schön irgendwie aus. Alles klar. Okay, passt. Dankeschön schon mal. Ade. Wiederhören.
So, zum Feld 143. Da fahre ich hier die Straßen ganz normal lang und fahre durch bis unten. Dann unten. So ist das schon. So, dann fahren wir erst mal weiter. Hallo, Uwe Peter hört. Guten Tag, Uwe Peter hier. Ja. Ja, moin. Servus. Ich hab einen Anhänger ans Feld gestellt. Alles klar. Genau. Dann sagen wir Bescheid, wenn der voll ist. Oder wenn wir fertig sind mit dem Dreschen. Ja. Da ruft sie dann mein Kollege, der Herr Kiesbauer, an. Alles da. Alles da. Ade. Ey, du glaubst ja was, dass der geplaudert hat? Der Typ von der. Was gibt's denn? Wir wollen uns ein PGA drehen. Wer? Ja. Natürlich von der Stadt da. Der wie heißt. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Der hat angerufen, dass er der PGA hat. Wer Interesse an der PGA hat, hab ich gesagt, nee, weißt du sowas, das ist ein voller Magabau. Sagt er, ja, die würden es zahlen. Finanzielle Förderung und so. Also die würden uns der BGA schenken. Aber die Frage ist, für was? Das große Ding daran ist ja, das sind ja zwei, es gibt drei BGA. Also die bei Fahrern und die kostet 1,9 Millionen, weil es ein komplettes Grundstück ist. Hm. Und die anderen zwei sind einfach nur die Fermentierer von der BGA. Die ja aber auf einem fremden Hof stehen, habe ich zu einer gesagt, was bringt uns das, wenn wir ein BGA. Hier so ein ne, Dings ja. Drauf mit Silage reinhauen, wenn es auf einem fremden Hof steht. Jo, du hast mal dann von unserem Hofsilo, wenn vorne dann überfahren, das Zeug reinkippen oder was? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Hat er gesagt, ja, da haben wir schon Mittel dafür, hat er gesagt. Die sind ja nicht ganz sauber. Die sind echt nicht ganz sauber. Bei dem muss das Geld im Überfluss stehen. Ja, das ist einfach egal. Ja. Ich glaub's aber auch. Du jetzt eigentlich schon deinen Anhänger nachgestellt bekommen vom Kirchberger? Na, noch nicht. Ich bin gleich voll. Warst du dem auch rum oder so? Ich stehe gerade neben auf dem Feld. Der hat eigentlich gesagt, der stellt mir dir schnell hin und mäht dann sein Feld weiter, was ich gerade schmarre. Weil ja, ich bin. Einer. Ich habe jetzt auch gefangen. Jawohl, weil der mäht gerade fertig, hat noch zwei Bahnen, schätze ich mal. Und ich fange jetzt gerade schon das Schmarre an. Ah, jetzt geht einer. Der hat er schon mit ihm gesprochen, mit ihrem Preis? Der wollte nämlich irgendwas mit einem Preis wissen. Vom Ex-Willen, aber das ist egal. Ne, weil er das irgendwie mit dem Gras kombiniert, weil das Gras irgendwie nicht an ihn geht, sondern an den Nachbarn, an den Boiler. Oh, ja moin. Hat er mir erzählt und dann wollte er halt auch Auskunft haben über den Preis. Er hat gesagt, kann ich ihn an der Game, weil du das machst. Wie groß sind die Flächen? Hat er denn jetzt ein paar Wiesen oder was? Drei, die 143, 86 und 115. Die hat er aber gerade nicht mehr im Bild. Der hat nur die 143 im Bild. Vor der Zeit? Nee, die Frau hat er die gerade nicht besetzt. Die 86? Stimmt. Ja, und die 115, die hat er dann wieder verkauft werden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mir die 13
zum Schwadern beauftragen. Jetzt schwadere ich gerade die 143, vielleicht kauft er die ja erst. Der muss nochmal fragen, weil wenn jetzt das da wieder stand seid, ne? Jo. Ich kann nicht Bescheid sagen. Gehst du da wieder noch um? Da rufe ich mir gleich mal auf. Ja. Jetzt habe ich ja gerade Zeit, jetzt bin ich ja gerade erstmal am Schwadern. Ring, 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 ring. Ah, da ruft der Quatsch schon an. Blown unternehmen Kiesbauer, Huber am Apparat. Guten Tag, Herr Huber. Und zwar ist es doch gut, wie das eingefällt. Ja, ich hab's gerade mit meinen Kollegen drüber gehaut, weil wir gerade auf die Karten geguckt haben und haben gesehen, die anderen Felder sind da in der Nähe besetzt. Ja. Und, ja, ich weiß, der ist ein gutes Ding, sondern der war ein Dame und ich weiß, das ist ein Kommunikator. Der hat gesagt, ich muss meine Felder verkaufen. Ich hab zwei Stück. Wieso denn das? Weil wir jetzt mit seinem Bettermut sind, deswegen dürfen wir nicht die Felder haben. Das hat mich sowieso nicht gesagt, weil ich ja die zwei Kinder Felder gehalten habe. Na dann. Weil sie gerade im Drehende sind, da habe ich gesagt, im Drehende sind die gehalten. Okay, dann ist ja gescheit so. Ist ja wenigstens das Beste rausgekommen. Ja, die Goldgimmung gibt. Die Felder, die halte ich mir aus, teile ich mit dem. Ich glaube, ich nicht dumm. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg mit Ihrem Rechtsstreit. Ja, und können Sie danach in dem Fall noch so ein Feldpizza vielleicht nicht da setze ich mich leider mit meinem Chef auseinander. Wiederhören. Uber an Kiesbauer Böden. Uber an Kiesbauer Böden, kommen. Ja. Kiesbauer hört. Ich habe gerade vom Kirchberger die Nachricht bekommen, der muss halt zwei Felder verkaufen. Der muss alle Felder verkaufen, muss halt zwei stehen. Ja, mit Basis der Bahn hat irgendwie gefallen. Der von der Stadt hat gesagt, weil er bloß zwei Mitarbeiter im Hof hat, weil wir stehen in der mehr als zwei Felder zu. Okay. Auf jeden Fall hat er jetzt halt, das ist auch komisch, jetzt wollen sie ja ganz halt BGA andrehen und dem. Hier drehen sie die Kamera am Rad, glaube ich. Dem nehmen sie die Felder weg. Also Alkohol im Blut. Ich glaube es auch, die oder Hauptfunktion, das kann er natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat er gefragt, ob wir dann einen Feldhäcksler mit Grasgebiss zur Verfügung hätten. Grasgebiss? Ich habe gesagt, ich setze mich ja schon mit dir in Verbindung und
mit Gras gebissen. Ja, ja, wie mit Gras gebissen? Entweder will er die Spaten häckseln oder wird dann der komplette Gras direkt häckseln. Um das vorher zu meinen. Du musst es dann wahrscheinlich erst mal aufrufen und fragen, was er genau will. Hi. Hallo. Oh. Jawohl. Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal bei Ballen. Ade.